Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier in unserem noch Mountain Park. Denn ihr habt unter das letzte Video richtig viele Namensvorschläge für unseren Park geschrieben und die besten davon werde ich für euch in einem Vote zur Wahl stellen. Ihr könnt jetzt unter dem Community-Tab von meinem YouTube-Kanal voten und dann werden wir gemeinsam sicherlich einen wunderschönen Namen für unseren Park hier finden. Beim letzten Mal haben wir dieses wunderschöne Gehege gebaut, welches ein neues Zuhause für unsere zwei Brachios und drei Dinoceratopse geworden ist. Und wir haben uns zudem auch noch ein wenig mit der Einschienbahn ausgetobt. Unsere neuen Bewohner haben auch tolle Namen von euch bekommen und ihr seht jetzt im Hintergrund, wer sich hier verewigt hat. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Folge von unserem noch Mountain Park. Und wir bauen jetzt weiter hier an unserem Eingangsbereich. Ich habe hier gerade schon mal ein bisschen geglättet und ich habe getestet, ob das Ganze hier Wasserhöhe ist. Das ist ja immer relativ wichtig, solltet ihr auf jeden Fall vorher machen, bevor ihr baut. Weil es gibt bei Jurassic World Evolution einige Höhen, auf denen kann man leider kein Wasser platzieren und dann wird immer das Gelände so ein bisschen angehoben oder abgesenkt. Ist ein bisschen nervig, wenn man Wasser direkt zum Beispiel am Weg platzieren will. Das funktioniert dann nämlich nicht, ohne dass der Weg ungerade wird. Ich habe jetzt erstmal hier so ein bisschen den Bereich schon mal geglättet. Aber wir werden hier eh gleich noch ganz viel anpassen. Und jetzt fangen wir das erste Mal an, mit Wegen zu arbeiten. Ich möchte euch gleich mal zeigen, welche Wege ich aktuell installiert habe. Und natürlich auch gemoddete Wege. Die drei Wegfarben habe ich. Das ist, glaube ich, hier noch aus unserem Fully Modded Park. Das dürfte aus unserer Arctic Jurassic World der Weg sein. Ich glaube, nur leicht dunkler oder so. Und das hier ist ein neuer Weg. Den haben wir noch gar nicht verwendet. Ich bin aber final mit diesen drei Wegfarben auch noch nicht zufrieden. Deshalb sind die auch unten noch nicht in der Videobeschreibung zu finden. Sobald ich mich wirklich entschieden habe, welche Wege ich dann verwende, werde ich das Ganze auch für euch hochladen. Keine Sorge. Aber wie gesagt, es kann sein, dass das noch ein bisschen variieren wird und sich ändern wird. Aber ich fange jetzt erstmal an, hier vorne mit dem Holz zu bauen. Erstmal ein schönes, gerades Stück. Und dann muss hier wieder ein bisschen Wald entfernt werden. Erstmal möchte ich so ein bisschen freie Fläche haben. Und das Terrain drumherum werden wir sowieso noch richtig viel anpassen müssen. Weil ich möchte natürlich, dass diese Bergoptik auch überall zu sehen ist. Das heißt, alles, was hier glatt ist, wird dann später auch noch bergig werden. Und auch ein großer Teil von diesem Gewässer wird ein Berg werden. Ich habe hier schon einiges geplant mit, aber dazu kommen wir in den weiteren Folgen dann. Hier vorne sollen natürlich jetzt erstmal ein paar Läden hin. Ich denke mal, als allererstes nehme ich das wichtigste Gebäude, nämlich eine Toilette. Die werde ich, glaube ich, nicht einfach so stumpf an den Weg hier bauen. Ich denke mal, ich werde da auch wieder eine Kombination machen. Das nicht ganz so langweilig aussieht. Jetzt kriege ich hier schon wieder Lücken rein. Klappt ja hier so gar nicht. Da müssen wir dann nochmal ein Zwischenstück setzen. Ich hoffe, diese Kanten gehen nachher noch wieder weg. Sind ja doof. Seht ihr diese Kanten hier, die ich meine? Ich meine, das sind alles so Feinheiten, aber trotzdem stören die mich immer so ein bisschen. Das ist ja ärgerlich. Ich probiere die auf jeden Fall nachher noch zu beseitigen. Und dann können wir jetzt schon mal schauen, dass wir die Toilette platziert kriegen. Ich kann ungefähr, ich schätze so, diese Höhe. Ich möchte da gleich auch noch einen Übergang machen. Falls ihr euch fragt, warum das jetzt gerade direkt errichtet wurde, das Gebäude, das liegt daran, dass ich ein Programm installiert habe. Das heißt WeMod, glaube ich. Da kann man einstellen, dass die Gebäude schnell errichtet werden. Ist sehr angenehm, deswegen habe ich das einfach mal eingeschaltet. Brauchen wir nicht immer warten, bis die halt aufgebaut werden. Sonst müsste ich halt immer schneiden und so kann ich einfach direkt weiterbauen. Stört dann den Spielfluss nicht so ganz. Oder nicht ganz so doll, wollte ich sagen.
Ich hoffe jetzt wirklich, dass der Weg nicht zu sehr hier beschädigt wird. Ich weiß, ich bin da teilweise immer echt ein bisschen pingelig, aber ihr kennt mich ja. Aber diese Wege an sich sind ja sowieso so ein kleines Rätsel. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es teilweise besser funktioniert als bei Planet Zoo mit den Wegen. Zumindest angenehmer, Wege hier zu zeichnen als bei Planet Zoo. Auch wenn natürlich die Möglichkeiten ein wenig mehr limitiert sind, muss man definitiv sagen. Weil bei Planet Zoo kann man fast alles umsetzen, was man gerne möchte. Nur ist halt das Problem da... Abflachen nicht möglich? Also das Problem ist halt da, dass ja, viele Sachen sehr umständlich sind. Also bis man das Wegetool von Planet Zoo begriffen hat, das ist schon ein Akt. Ich habe es bis heute nicht richtig verstanden. Aber ich habe eigentlich bis jetzt immer das hinbekommen, was ich gerne machen wollte. Deswegen will ich mich nicht beklagen. Mache ich das jetzt hier so direkt dran? Können wir eigentlich machen, ne? Ja, das ist doch ganz schön. Und dann hier zwischen könnten wir nochmal einen anderen Laden vielleicht machen. Oder hier neben, nicht dazwischen. War das falsche Wort? Aber ich bin halt nicht multitaskingfähig. Reden und gleichzeitig bauen und nachdenken, das ist sehr schwierig. So ist das halt mit uns Männern. Ja, das wollen wir mal nicht verallgemeinern. So ist das halt mit mir, weil ich nicht multitaskingfähig bin. Einige Männer von euch da draußen sind sicherlich sehr multitaskingfähig. Ist auch nur ein Gerücht, dass Frauen multitaskingfähiger sind, habe ich immer das Gefühl. Ich glaube, das variiert einfach von Mensch zu Mensch. Ich bin's eher nicht so, würde ich sagen. Aber ich gebe mir Mühe. Passiert halt nur häufig, dass ich dann schon, wenn ich irgendwie was erzähle oder so, mitten im Satz abschweife und dann was anderes sage und dann vergessen habe, was ich sagen wollte. Und ja, ihr kennt das ja. Mann, Mann. So. Sieht auch aber schon ganz gut aus. Bin schon zufrieden. Ungefähr diesen Winkel hier gleich hinbekommen wie auf der anderen Seite und dann passt es eigentlich. Dann wäre schon mal eine kurze, feine Fressmeile. Mit drei sehr schönen Läden. Drei finde ich sowieso super schön, die Gebäude. Passen auch so gut, weil die alle so dunkles Holz hier haben. Diese kleinen Ecken und Kanten stören mich trotzdem. Das ist leider immer so. Aber ja, ich habe mich halt damit abgefunden, dass es dann manchmal nicht besser geht. Ich will ja auch vorankommen, ne? Man kann ja nicht immer jetzt sich ewig aufhalten mit diesem Wegeproblem. Das scheint ja gerade ganz gut zu funktionieren. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich jetzt in der Mitte diesen größeren Weg genommen habe. Das ist, glaube ich, auch immer problematisch. Ich hätte das auch mit mehreren kleinen Wegen hintereinander oder nebeneinander machen können. Aber dann hätte ich zum Beispiel hier diese Fahnen und Mülleimer nicht gehabt. Die finde ich eigentlich ganz schön. Und ich hätte hier vorne nicht so einen schönen Abschluss gehabt. Also das hier. Das sieht bei dem breiten Weg immer ein bisschen schöner aus. Dafür habe ich halt jetzt so ein paar Kanten drin, ne? Ah, egal. So schlimm ist es auch nicht. Und dann kommt hier vorne ein kleiner Zaun hin. Ich habe jetzt hier auch wieder die Better Fences Mod installiert. Die ist sowieso sehr schön. Die mag ich richtig gerne. Die machen wir hier erstmal hin. Haben wir da nämlich so einen kleinen Abschluss. Ich weiß nicht, ob die hier hinter auch noch kommen soll. Ah, ich glaube, ich mache sie erstmal und wenn es mir später nicht gefällt, mache ich sie wieder weg. Kann ja nicht schaden. Ich werde auf jeden Fall diesmal so ein bisschen darauf achten, wenn ich heute was baue, dass ich erstmal alle platzierbaren Objekte platziere und dann erst anfangen werde, das Terrain anzupassen. Das habe ich ja beim letzten Mal noch so ein bisschen falsch gemacht, aber es ist auch halt gewöhnungsbedürftig. Aber ich denke mal, wenn ich diesmal in der richtigen Reihenfolge alles mache, wird es mir alles viel, viel leichter fallen. Dann werde ich nicht so viel hin und her probieren müssen.
Hier auf dieser Seite mache ich Wasser hin. Ich werde versuchen, das später noch ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen. Aber erstmal ungefähr die Form machen. Weil hier vorne soll dann auch noch überall Berg hin. Und ich glaube, das Wasser... Am besten fließt das dann hier noch irgendwie so weiter. Ich würde halt auch gern versuchen, so ein bisschen ein Flusssystem dann durch die Berge zu schlängeln. Ist zwar nicht so einfach, weil man halt bei Wasser keine Höhenunterschiede machen kann, aber ich glaube, es wird trotzdem cool aussehen, wenn wir dann später so einen Fluss haben, der da durchfließt. Und dann hier vielleicht endet in dem Bereich. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie genau ich das machen will. Ich denke mal, ich werde hier... Ich glaube, so ist aber schon ganz okay. Ich glaube, näher dran brauche ich da nicht. So ungefähr. Dann können wir hier schon mal den Abschluss machen. Und nicht wieder Ecken und Kanten. Gucken wir das nicht an. Ah, jetzt habe ich hier wieder eine Ecke drin. Schlagt sicherlich schon die Hände über dem Kopf zusammen. Ah, guck mal, jetzt habe ich eine richtig dicke Kante drin. Guck mal, jetzt könnt ihr nachvollziehen, warum ich da so pingelig bin. Das kann ich so nicht lassen. Das muss ich mal eben reparieren. Euch interessiert das sicherlich auch, wie ich sowas repariere. Im Prinzip ist es eigentlich immer nur so, dass ich abreiße und Wege neu zeichne und versuche, die halt ja etwas anders neu zu zeichnen. Weil den richtigen Sinn dahinter, warum die Wege kaputt gehen, habe ich bis heute nicht verstanden. Hier ist jetzt auch schon wieder eine kleine Ecke drin, aber die geht noch. Das ist auf jeden Fall jetzt viel, viel besser als vorher. Jetzt müssen wir erstmal hier einiges an Bäumen entfernen. Hier vorne brauchen wir nämlich den ganzen Platz. Geht aber zum Glück schnell, wenn man das hochstellt hier. Und hier müssen wir uns jetzt mal eben eine Höhe suchen, die wir rauf wollen. Sieht ganz gut aus. Oder ist das schon zu hoch? Weiß es nicht. Ich glaube, einen kleinen Ticken kann es noch niedriger. Auch immer schwer einzuschätzen mit den Größen. Am besten geht das immer mit dem Wassertool. Geht immer am schnellsten. Habe ich euch ja im letzten Video schon gesagt. Wassertool nehmen und dann einfach wieder entfernen. Das ist eigentlich immer so der beste way to go. Dann machen wir schon mal so eine Abrundung. Wobei wir hier auch nochmal runtergehen könnten gleich. Weil gerade auch so kleine Höhenunterschiede machen später viel aus. Jetzt versuche ich hier mal den Weg entlang zu führen. Ich werde hier noch so eine minimale Kurve einbauen. Mal ganz kurz nochmal anheben, damit ich das sehen kann. Man kann das übrigens auch so lassen. Würde mal interessieren, wie die Leute dann da laufen. Werden wir sicherlich nochmal irgendwann ausprobieren. Bestimmt lustig. Wenn die dann so an der Schrägen entlang laufen. Das geht ja genauso wie mit den Dinos. Die können ja auch die Schrägen hoch. Deswegen müssen wir da mal ganz viel mit dieser Invisible Fence Mod arbeiten. Und dann hier einmal um die Kurve herum. Breit. Und dann geht es hier vorne weiter. Ich denke mal, hier gehe ich sogar noch ein Stück mehr nach vorne. Und dann nach da. Und hier wird es auch ähnlich sein, dass ich dann... Hier soll so eine kleine Verengung kommen. Aber auch nicht zu eng. Und dann geht es da in die Richtung weiter. Ich glaube, das ist schon mal gar nicht schlecht. Machen wir mal kurz hier jetzt das Ganze runter. Schön an den Weg ran. Ungefähr gleichmäßig. Das kann an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen breiter und weiter weg vom Weg bleiben. Soll ja natürlich aussehen. Deswegen kann das ruhig variieren. Okay. Sieht doch schon nach einer schönen Gehegegröße aus. Was da übrigens für ein Dino rein soll, habe ich mir noch nicht überlegt. Aber ich denke, ein Fleischfresser. So ein mittelgroßer Fleischfresser. So als Begrüßung im Park ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Als Zaun werde ich mich, denke ich mal,
für irgendwas entscheiden, was durchsichtig ist. Den finde ich gar nicht schlecht. Nee, der nicht. Der auch nicht, auf keinen Fall. Den hier vielleicht noch. Also Elektro werde ich auf jeden Fall nehmen. Der ist auch okay. Okay, ich schwanke zwischen diesen beiden. Dann müssen wir da mal gucken. Aber ich glaube, ich möchte eben als Größenvergleich mal schnell einen Dino freilassen. Und man sieht direkt, das ist viel zu hoch. Also das kann viel, viel niedriger noch sein. Kann man halt echt schwer einschätzen. Ich will auch nicht zu niedrig gehen. Kann ja ruhig von oben auf den herabschauen. Aber wenn man so weit oben ist, dann ist man auch irgendwie zu weit von dem Dinosaurier weg. Das wollen wir auch nicht. Weil wir könnten es sogar so machen, dass wir da hinten nochmal ein bisschen höher gehen. Aber auch nicht ganz so hoch, nur minimal höher. Also die Höhe nehmen. Ja, die ist, glaube ich, gut. Ein ganz kleinen Ticken weniger. Weil hier möchte ich auch noch einen Turm später bauen. So einen Aussichtsturm. Hier vorne soll dann auch Berg hin. Das heißt, wir heben jetzt hier erstmal ordentlich an. Schnappen uns das Wassertool. Zeichnen hier schon mal fette Klippen erstmal ein oder einen fetten Berg. Auch am besten mit vielen Höhenunterschieden. Also den Grundriss von sowas mache ich halt immer mit dem Wassertool. Weil es einfach schnell geht. Muss ja jetzt auch erstmal nicht schön aussehen, sondern einfach nur erstmal das Ganze auf die Höhe bringen. Hier noch einen Ticken höher gehen. Dass die Bergspitze dann hoch ist. Okay, das sieht doch schon mal gut aus von der Grundform. Müssen wir schauen, dass wir da auf diese Höhe kommen. Das ist ja die Gehegehöhe. Und ich entscheide mich erstmal, glaube ich, für diesen Zaun. Den habe ich nämlich in meiner Jurassic World Evolution Karriere noch nicht so häufig verwendet. Irgendwie ist es eigentlich ganz schön, mal ein bisschen Abwechslung zumindest zu haben. Ich mache den in diesem Abstand jetzt schön den Weg entlang zeichnen. So gut wie es geht. Dann hier um die Kurve. Ja, Cerato, alles wird gut. Du brauchst nicht schreien. Bald darfst du in die Freiheit. Beziehungsweise in dein Gehege. Freiheit ist es ja auch nicht. Wir machen jetzt erstmal bis hier. Weil viel mehr will ich eigentlich gar nicht mit Zaun machen. Der Rest soll halt dann natürlich mit Klippen abgesteckt sein. Das, was jetzt noch schwierig wird, ist der Übergang hier. Weil man halt leider den Zaun nicht in den Berg bauen kann. Das wäre natürlich ideal, wenn es dann wirklich übergehen würde. Ich frage mich jetzt, wie es ist, wenn wir das Ganze ein bisschen anheben. Hier wieder überglätten. Das ist hier nämlich so eine leichte Erhebung. Und dahinter, wo der Zaun ist, wieder runter. Dürfte der Übergang definitiv schon mal ein bisschen besser aussehen. Nehmen wir es noch ein bisschen höher. Na, nicht zu weit absenken, bitte. Nur den Zaun absenken und nicht das Terrain davor. Ah, shit. Versuchen wir es mal nur von dieser Seite aus. Oh, das sieht gut aus. Ach übrigens, es ist auch so, wenn ihr hier vorne die Intensität einstellt, dann ist es hier beim Pinseln auch mit der Intensität, auch wenn man das hier nicht einstellen kann. Habt ihr sicherlich gerade gemerkt. Jetzt hochstelle wird es nämlich viel, viel schneller alles klippig. Ja, das ist doch ein schicker Übergang. Das gefällt mir. Wir könnten ja hier auch ein bisschen Klippe zumindest machen. Auch so ein bisschen Berg machen. Ist ja an sich nicht verkehrt. Ich
wir ja sowieso so ein bisschen variieren. Als nächstes möchte ich nochmal eben schnell den Turm hier platzieren. Soll die hinter auf eine erhöhte Höhe oder die gleiche? Eigentlich müsste der erhöht stehen. Für den irgendwie mit einer schönen Sicht darauf platzieren, auf das Gehege. Das ist, glaube ich, ideal. Jetzt müssen wir den Weg natürlich noch einigermaßen schön da hoch bekommen. Ich glaube, da werde ich mal wieder die andere Wegfarbe benutzen. Wir ein bisschen Variation haben. Und dann einfach so verbinden. Ja, da steht er doch super. Und jetzt kommt erstmal eine Menge Terraforming auf uns zu. Für euch mache ich das Ganze dann mal im Speedbuild, damit es schneller geht. Das Gehege sieht jetzt auf jeden Fall schon viel bergiger und felsiger aus. Außenrum habe ich noch nicht gestaltet, aber das kommt gleich noch. Wir brauchen aber noch einige Sachen im Gehege, bevor wir jetzt hier weitermachen. Denn ein Futterspender muss natürlich noch her. Ich glaube, das würde ich gar nicht so schlecht finden, wenn der hier vorne wäre. Ja, da verändert er auch nichts. Und eventuell da hinten auch noch einen. Oder mache ich hier einen Ziegenfutterspender hin? Ich glaube, ich mache hier einen Ziegenfutterspender hin. Aber ich hätte gerne den mit diesem Käfig. Ein Jurassic Park Futterspender. Oh. Wir haben hier noch Brot.
Das geht natürlich auch. Oh nein. Nein, 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 wartet. Okay, wir wollen nicht. Boah, das ist jetzt ein Fehler gewesen. Nächstes Mal erst einzäunen, weil wir wollen nicht, dass die wild im Park rumlaufen später. Die sollen schön in dem Gehege bleiben. Was spackt der denn so ab? Okay, wenn die so rumbuggen, dann werde ich die auf jeden Fall deinstallieren, die Mod. Das wusste ich nicht. Aber macht nichts. Wir machen jetzt weiter. Und wir machen jetzt einmal den Bereich, wo der Cerato oder was auch immer hier später reinkommt. Ich glaube, ich mache hier wirklich einen Cerato rein. Obwohl, ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich schaue mir nachher die Dinos nochmal an und suche dann einen passenden aus. Zieht jetzt einmal hier den Sound schön so am Rand entlang, dass die auf keinen Fall dann die Klippen hochlaufen können. Können wir hier sogar verbinden. Und hier können wir sogar noch näher ran. Sehe ich gerade. Und dann bis hier vorne. Muss auch nicht ordentlich aussehen, weil wir das Ganze jetzt ja sowieso deaktivieren. Den mal erstmal hier, nicht, dass wir hier zu viel bekommen. Aber ihr seht schon, was ich meinte. Ne? Ich meinte halt den Jurassic Park Butterspender. Den finde ich ein bisschen cooler, weil er mit dem Käfig und dieser Stange hochkommt. So, und jetzt tauschen wir den einmal gegen den Zaun aus. Das ist nämlich der unsichtbare Zaun. Dann haben wir hier das Problem schon mal gelöst. Wir haben tatsächlich eine Sache vergessen, nämlich das Tor. Aber das Tor haben wir auch hier vorne vergessen, bei dem Gehege. Denk mal, ich werde es hier so machen, dass ich nicht unbedingt überall Tore einbaue. Weil das hier sogar noch möglich wäre. Ich bin mir nicht sicher. Man kann die Dinger ja auch unterirdisch auffüllen. Oder sowas. Oder halt über den Helikopter. Finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt Tore mal außen vor lassen. Falls euch das doll stört, schreibt es gerne in die Kommentare. Finden wir sicherlich auch noch eine Lösung, wie wir im Nachhinein da Tore einfügen können. Da wir eben Sandbox spielen, ist es ja nicht so wichtig. Hier vorne müssen wir auf jeden Fall noch an einigen Stellen den Zaun abstecken, damit uns hier die Leute ja nicht ins Gehege plumpsen am Ende. Das wäre nämlich doof. Oh nein, es verschwinden mir hier schon wieder Bäume. Muss ich mir auch angewöhnen, dass ich wirklich alle Zäune vorher platziere. Auch wenn sie nicht mal im Gehege sind, weil das ist ja hier eigentlich einfach nur außerhalb des Geheges der Zaun. Aber ihr seht ja, ne, also die Bäume, die sind halt immer direkt betroffen. Ist echt ärgerlich. Weil das Bäume platzieren immer echt anstrengend ist, wenn man das mit diesem normalen Tool macht. Weil das halt sehr ungenau ist. Und man immer so ein bisschen auf Glück hoffen muss, dass der Baum mal an einer guten Stelle steht. Aber egal. War ja bis jetzt nur ein Baum. Da hätte alles viel, viel schlimmer kommen können. Dafür klappt das hier gerade mit dem Zaun sehr gut. Okay, den machen wir dann nur bis hier vorne, würde ich fast sagen. So ungefähr. Und dann passt es eigentlich. Ja, da vorne kann man dann so durchgucken.
Und dann sind die Leute da auch schon mal geschützt vom Runterfallen. Jetzt bin ich zufrieden, habe den Baum auch noch hinbekommen. Und jetzt geht's wieder weiter fleißig mit Terraforming. Kann gut sein, dass ich jetzt auch mal einen Teil davon rausschneide, weil es ja im Prinzip immer das Gleiche. Und ich denke, ihr wisst, wie ich das Ganze mache. Und es reicht dann, wenn ich euch das Ergebnis präsentiere. Weil ich habe jetzt hier wirklich viel zu tun. Ich muss hier vorne anpassen, ich muss hier noch alles anpassen. Hier noch ein bisschen anpassen. Hier hinter muss noch Berg hin, hier muss Berg hin. Und auch hier. Also es gibt noch eine Menge zu tun. Aber das bringt halt so einen Mountainpark mit sich. Und ich werde mich jetzt mal eben fleißig austoben. Und dann sehen wir uns wieder. Und hier an der Stelle machen wir jetzt nochmal so weiter. Ich habe jetzt hier super viel am Terrain angepasst. Echt viel Arbeit, aber es macht super viel Spaß, weil es mal was ganz anderes ist. Und der Fluss wird dann irgendwann, ja, hier hinten oder so weiterlaufen. Ich finde es halt nur cooler, wenn das Gewässer hier vorne so einen Ursprung hat. Finde ich ganz nice. Vielleicht könnten wir den auch noch hier weiterführen am Rand. Wäre eigentlich auch ziemlich cool. Kann man dann hier nur die Form ein bisschen natürlicher noch aussehen lassen. So, wir haben jetzt hier einiges gestaltet. Das ist auch noch nicht alles final, aber ihr seht, wir haben richtig viel Terraforming gemacht, viele Berge aufgebaut. Hier hinten wird das Ganze auch noch weitergehen, also die Berge hier werden viel höher noch. Vielleicht so auf diese Höhe. Müssen wir mal schauen. Also es wird ein richtig bergiger Park, wir werden richtig viel zu tun haben, was Terraforming angeht. Aber jetzt müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten machen. Wird aber auch so sein, dass sich nach und nach in den weiteren Folgen auch noch viel ändern wird. Auch in den Sachen, die wir zuvor gebaut haben. Weil die Landschaft wird sich halt nach und nach so bilden und entstehen. Das ist zumindest der Sinn der Sache. Oder der Plan, sage ich mal. Hier führen wir das Ganze mal bis hier vorne. Hier hoffentlich auch. Und ja, viel mehr steht uns gerade gar nicht mehr im Wege. Unser Gehege steht, das sieht so aus, da fehlen nur noch die Bewohner. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Dann die Landschaft drumherum ist auch schon echt interessant geworden, ne? Man kommt hier vorne an und hier ist dann auch alles bergig und felsig. Und dann müssen wir mal schauen, was wir aus dem Gewässer hier machen. Das könnten wir natürlich auch noch ein bisschen interessanter gestalten, vielleicht hier eine Insel in der Mitte oder so. Aber den gesamten Flussverlauf und so, das kann ich halt erst im Nachhinein planen. Deswegen wird sich da sicherlich noch einiges ändern. Aber ich bin jetzt erstmal vorerst mega zufrieden mit dem, was wir heute geschafft haben. Und jetzt lassen wir die Bewohner für unser neues Gehege frei. Und ich habe mich für Ceratus entschieden. Habe ich echt lang nicht mehr gebaut in irgendwelchen Parks und ich finde ihn eigentlich ganz cool. Oh, lauter Schrei. Was heißt gebaut?
Erschaffen meine ich natürlich. Gebaut klingt so abwertend. Das hier ist der erste. Ist doch ein passender Skin für den Mountainpark. Und da kommt Nummer 2. Auch mit einem passenden Skin, wie ich finde. Und für diese beiden tollen Dinosaurier könnt ihr natürlich wieder schöne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier in meinem Park. Und da landen unsere beiden neuen Bewohner. Denkt auf jeden Fall daran, unter dem Community-Tab auf meinem YouTube-Kanal abzustimmen für einen Namen für unseren Park. Und ich bin sehr happy mit denen. Die passen hier wirklich super rein. Das Gehege ist auch auf jeden Fall groß genug und ist auch, glaube ich, ganz schön geworden. Na, guck mal, hier gönnt er sich nochmal ein schönes Steak. Sei ihm gegönnt. Wir lassen die beiden jetzt mal in Ruhe und ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch eine Menge Freude bereitet. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Und das hier haben wir heute gebaut.